Hallo, meine kleinen Zombies. Herzlich willkommen zu Studio Vlog 26. Ich war am Wochenende fleißig und habe mit den Memory Notebooks begonnen. Das hatte ich ja im letzten Studio Vlog schon erwähnt. Das war die Idee von Barbo von The Frank. Und dann habe ich schon mal diese zwei Seiten dafür gemalt. Die gibt es dann in ausgemalt. Also wir sind hier noch am Rumtüfteln, ne? So, das wäre dann die dritte Seite und das wären dann so Sticker dafür. Und die würdet ihr dann bekommen, einmal in dem Set, einmal ausgemalt und einmal zum Selbstausmalen. Genau wie die Sticker. Die werde ich aber selber schneiden. Also die gibt es dann nicht als Bogen, die gibt es dann ein bisschen größer. Wie ich das sonst vorher gemacht habe, selbst ausgeschnitten. Und ich bin jetzt gerade noch dabei, noch Die-Cuts dafür zu machen. Die werde ich auch noch mal so einscannen, dass ihr die einmal zum Ausmalen habt und einmal ausgemalt bekommt. Dann kann man die hier so, ihr kennt das ja, ne? Man kann das hier so ausschneiden und dann könnt ihr da was draufschreiben, dann da auf das Foto kleben, was, ne? Kleine Notiz dazu. Einmal so und einmal ausgemalt. Das werde ich dann heute noch machen. Und ich werde dann noch ein Deckblatt machen. Genau. Und dann versuchen, die liebe Barbro wird mir ein so ein Muster basteln von diesen Memory Notebooks, damit ich weiß, wie die auszusehen haben. Damit ich dann weiß, wie es funktioniert. Das finde ich sehr, sehr lieb von dir. Und wir sind die ganze Zeit am Schreiben und am Machen und am Tun, ne? Und tüfteln da rum. Die Idee mit dem Die-Cuts, das kam auch von ihr. Sie hatte mir da ein Foto geschickt und da habe ich gesagt, ja, cool, ne? Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ist natürlich alles mega aufwendig, aber ich hoffe, es wird sich lohnen. Und genau, dass ich das einmal anbieten kann als Komplett-Set mit dem Memory Notebook. Tutti Kompletti mit allem drin. Einmal nur das Memory Notebook. Einmal und einmal nur dieses Set ohne Memory Notebook. Weil, falls ihr dieses Buch nämlich gar nicht dafür, also wenn ihr das dafür gar nicht benutzen wollt, sondern vielleicht für ein anderes Bastelprojekt oder so, ne? Ihr müsst dann natürlich jetzt nicht speziell das für dieses Notebook benutzen. Genau, weiteres seht ihr dann mehr und die Barbo versucht dann auch ein Tutorial zu machen, wie das funktioniert. Da könnt ihr dann auch das selber basteln. Und das Video würde ich dann auch in meinem Shop verlinken. Wenn ihr dann hier auf diesen Artikel geht, dann ist das direkt da verlinkt. Schauen wir mal, ob das alles so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Das ist jetzt so, ne, die erste fixe Idee. Ich war jetzt gerade noch mal beim Action, da war ich ja, und beim Kick, da habe ich ein bisschen was gefunden. Ja, und das zeige ich euch jetzt mal. Okay, ich habe sehr viel Washi-Tape, was heißt sehr viel? Also ich habe doch Washi-Tape gefunden, ein bisschen. Und zwar, ja, mir gefällt wieder, das hier gefällt mir, die anderen nicht. Aber ich dachte mir so, komm. Ist egal. Hol dir das mal. Gönn dir. Hier fand ich die Wölkchen besonders süß. Die Punkte und die Sternchen. Und so kleines Washi-Tape ist auch, geht eigentlich immer ganz gut. Und hier fand ich das mit diesen Flecken sehr cool. Und dieses hier. Sehr schön. Und liebe Sabrina-san, guck mal, was ich gefunden habe. Die habe ich jetzt übrigens nicht für mich geholt, weil ich habe die ja von der lieben Sabrina Zahn schon bekommen. Und die werde ich. Warum ist denn die Folie hier so knitterig? Die werde ich auf jeden Fall in eins der Weihnachtspäckchen meiner Mädels packen. Genau, ich bin schon dabei. Es sind immerhin vier Päckchen, die zu packen sind. Und ja, ich sammle halt schon dafür. Also mein Bruder hat bald Geburtstag. Dann habe ich ihm die geholt. Die fand ich irgendwie witzig. So mit Fritten und ja, Burger. Ja. Obwohl, ich glaube,
Der mag, glaube ich, gar kein Fast Food so, ne? Aber egal, er muss es ja nicht essen, es ist ja nur eine Karte. So, was ich normalerweise auch nicht hole, habe ich jetzt aber doch mal geholt, weil die andere Seite davon, mega süß. Einmal Hello Kitty Sticker. Und diese Seite fand ich so schön. Schön, schön. Werde ich wahrscheinlich auch für Kakaokarten benutzen oder so, ne? Genau. Dann habe ich diese Paint-Markers gesehen für 3,99 € Matt-Finish. Also werden die wahrscheinlich matt aussehen. Wir können die ja gleich mal kurz antesten, wie die dann so aussehen, wenn man damit malt. So, dann habe ich beim Action tatsächlich noch mal einen Papierblock gefunden. Weil, ja, jetzt haben sie mal wieder ein, zwei schöne Sachen. Und zwar diesen. Genau, boah, die stinken, die Teile, ne? Also das ist jetzt nicht so toll hier, aber nein, das auch nicht. Das auch nicht. Das irgendwie auch nicht. Hä? Wo sind die ganzen schönen Sachen? Hier, das finde ich cool. Boah, kommt ein Duft raus. Puh. So voll muffig. Das ist natürlich. Ja. Ganz schick. Schick, schick. So, da war ich ja noch beim Kiek. Da habe ich einmal diese Einhorn-Glitzer-Sticker für 1 € und dann diese. Miau, ne Bibi? Ja, du kleine Fellnase. So, und dann habe ich noch das da. Es war so weich. Leider gab es nur noch eins davon, sonst hätte ich mehrere mitgenommen. 2,99 € für die Weihnachtspost. Aber leider gab es nur einen. Und das ist hier auch schön mit rosa Linien. Und das ist einfach ein Notizblock. Von der Rückseite auch. Es ist halt mega flauschig und es ist ein süßes Gesicht drauf. Da gab es das noch mit so Herzchen. Aber das hier ist natürlich das Nonplusultra. Gut, das war das. Dann testen wir mal die Stifte. So, dann wollen wir mal. Ich habe jetzt hier nur normales Druckerpapier, nichts Spektakuläres. Und natürlich testen wir den pinken Paintmarker. Ui. Okay, da müssen wir erstmal pumpen. Ne. So, ihr Süßen. Nach gefühlten 10 Minuten Pumpen und Schütteln ist er endlich saftig. Das ist ja nervig. Und die Spitze ist jetzt natürlich platt. Aber naja, so ist das. Ja. Sieht irgendwie aus wie rot. Nicht wie rosa. Aber oh, es drückt ja gar nicht durch. Ich bin überrascht. Tja. Ja, Cleo, ich weiß. Aber ansonsten so ist das ziemlich cool. Okay, das ist jetzt nicht so nice. Schmiert. Ich zoome euch mal ran. Schmiert. Oh, das ist noch nicht saftig genug. Ich weiß es nicht. Naja. Also Leute, ihr könnt euch das Geld definitiv sparen. So toll sind die jetzt nicht. Und wenn ich bedenke, dass ich die dann noch alle pumpen muss, bis ich sie benutzen kann, ja, das gibt Muskelkater. Aber naja, nun habe ich sie da. Da hat man sich wieder von der wunderschönen süßen Packung verleiten lassen, Herrgott, nochmal. Ja,
Ja, ich finde, das sieht jetzt auch, das sieht nicht aus wie rosa, das ist einfach rot. Aber nun ja. Naja, gut, also müsst ihr jetzt nicht kaufen, ist jetzt nicht der Burner. Es drückt aber auch nicht durch. Stinkt auch nicht, riecht nach nichts. Ja, riecht nach gar nichts. Und ja, dann haben wir die auch mal getestet. Cleo, möchtest du uns was mitteilen oder so? Und jetzt? Ja. Und was ist dann passiert? Was ist dann passiert, mein Schatz? Kleine Kuschelmaus. Pupu. Ja, Pupu. Du wolltest einfach nur kuscheln, ne? Das war alles. Bibi. Ja, Schädel. Thank you.
Ihr Süßen, ich bin jetzt soweit mit dem Set fertig. Ich habe alles ausgedruckt und ich muss jetzt alles nur noch schneiden. Das dauert natürlich ein bisschen. Ich wollte euch ein komplettes Set schon mal zeigen. Also was heißt komplett? Ich muss dann natürlich die Heftchen machen und ich dachte mir, ich werde das jetzt doch alles in einem verkaufen, weil wenn ich jetzt alles extra und einzeln verkaufe und von jedem dann so viel machen muss, da werde ich bekloppt, weil ich habe jetzt gerade schon gemerkt beim Schneiden, das wird enorm viel Arbeit. So, und zwar das ist das Deckblatt. Und da wird die liebe Barbro ja ein Video dann zu machen, wie sie daraus dieses Memo-Büchlein macht, dieses Memory-Notebook. Die werde ich dann allerdings schon fertig machen. Ne, das wird dann halt so geknickt sein. Aber ich schicke ihr das jetzt so. Dann gibt es in dem Set halt diese Sticker. Die schneide ich ja wie gesagt jetzt selbst aus, dass sie halt ein bisschen größer sind. Einmal zum Ausmalen und einmal bereits ausgemalt. Ich weiß, das ist eine Fummelarbeit, das abzukriegen, aber ihr schafft das schon. Ich glaube an euch. So, und dann gibt es diese einzelnen Seiten, die ihr dann in das Heft reinkleben könnt. Und die habe ich auch auf dünnem Papier gemacht, damit das Buch nicht so dick wird. Ne? Dann gibt es das einmal ausgemalt und einmal zum Selbstausmalen. Und ihr könnt ja auch, wie gesagt, das für was anderes benutzen. Könnt ihr alles machen, wie ihr wollt. Ihr seid kreativ. Ihr wisst schon, was ihr damit anfangen könnt. So, das sind die Seiten und dann gibt es diese Die Cuts, die sind auf dickem Papier, 200 Gramm und das gibt es einmal zum Selbstausmalen und einmal bereits ausgemalt. Genau, und dann könnt ihr euch das dann zurechtschneiden und auch in das Heftchen reinkleben. So, und das wäre dann das Set zu dem Memory Notebooks. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, es wird gut ankommen. Wenn es gut ankommen sollte, würde ich irgendwann mal, nicht direkt sofort danach, aber irgendwann mal natürlich auch Halloween machen und eventuell auch Unterwasserwelt mal schauen.
Und genau, weil ich muss ja auch noch nebenbei das Ausmalbuch machen. So, und ihr seht, wenn man das hier drauflegt, hat man hier oben und an den Seiten noch so eine schöne kleine Kante übrig, dass das so überlappt. So. Und jetzt geht's ans Schnippeln. Thank you.
meine Süßen. Die Sets sind fertig. So sehen die jetzt verpackt aus. Hier hinten habt ihr das Büchlein. Ich war gestern extra nochmal losgegangen, um anderes Papier zu kaufen. Ich hatte das nämlich vorher mit dem 200 Gramm Papier gemacht und das war zu dick. Deswegen habe ich nochmal 120 Gramm geholt und das 80 Gramm war mir zu dünn, dieses Druckerpapier. So. Genau, ihr bekommt auf jeden Fall dieses, das ist das Memory Notebook. Ich habe das ja gebunden, wie ihr gesehen habt. Und so sieht das aus. Die sind nicht alle perfekt, ne? Also ich habe mein Bestes gegeben, aber es ist halt nur mal Handarbeit. Dazu dieses Sticker-Set, das habe ich auf holographischem Papier gemacht. Ja, jetzt sieht man es nicht. Aber ich dachte, komm, dann machen wir das richtig schick. Dreimal ausgemalt, dreimal zum Ausmalen und die Die-Cuts einmal ausgemalt und einmal zum Ausmalen. So, und das Set werde ich dann gleich noch fertig machen. Dann noch mit dem schönen Sticker, damit ihr wisst, was drin ist. Aber eins muss ich ja noch fotografieren. Ah, Hilfe, die Kamera fällt um. Scusi! Da fällt die Kamera einfach um. Und ich war noch beim Rossmann. Da haben die jetzt richtig coole Sachen. Und zwar habe ich mir einmal für 2,99 Euro dieses Notizbuch mit Tasche geholt. Ja, Bibi, ich weiß. Genau. Wie funktioniert denn das hier? Ah, okay, jetzt ist es geöffnet. Jetzt ist es zu und es ist einfach ein ganz normales Notizbüchlein. Und dann haben sie da, also es ist bei dieser Ideenwelt, da liegt das. Und dann für 5,99 habe ich dieses Motivpapier geholt. Das fand ich auch sehr schön. Na, Eis. Ja, das ist auch cool irgendwie. So sieht das aus. Und hier sind dann halt nochmal ein paar dickere Papiere drin. Ja. Dasselbe halt noch mal nur ein bisschen dicker. Fand ich ziemlich schick. So, ihr Süßen, das war's von diesem Studio-Vlog. Ich möchte mich jetzt noch hauptsächlich beschäftigen mit dem Ausmalbuch, damit das auch mal fertig wird. Also das ist das, was ich jetzt übers Wochenende versuche fertig zu malen, damit ich das nächste Woche ausdrucken und binden kann. Ich hoffe, ich bekomme es hin. Ja, drückt mir die Däumchen. Es soll am Wochenende regnen. Also Cleo, also kein Trödelmarkt. Wenn es regnet, bringt das ja nichts. Und dann kann ich auf jeden Fall hier sitzen und malen. Und ja, ich werde mein Bestes geben, dass wir dann nächste Woche das Ausmalbuch endlich fertig kriegen. Ne? Das dauert ja schon ewig. Das zieht sich ja wie Kaugummi. Gut, ihr Süßen. Ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss. Was ist, mein Schatz? Was ist denn los? Ja, willst du wieder kuscheln? Ja. Kleine Maus. Miau. Das Flauschebäckchen. Hm. Oh. Nee. Zeig doch mal dein süßes Gesicht. Ja.